Soll ich dir mal was sagen? Im Kino passiert sowas nicht. Nein, im Kino passiert sowas nicht. Was ist denn das? Die können mir am Arsch lecken. Entschuldigung, aber ich bin stinkelsauer. Das muss ein Dreck sein. Er ist wie das Rad einer Maschine. Nur Arbeit, Erfolg und Geld. Achtung! Fertig! Los! Und bitte. Hallo zusammen. Mir ist Hans-Ulrich. Unser Film in dieser Woche. Only in America. Scheiße. Seid gegrüßt alle miteinander. Unser wunderbarer Film in dieser Woche. Die Insel der gemeinen Kinder. Nee. Hallo zusammen, hier ist Hans-Ulrich Pöni Pönack mit Pöni TV. Augenblick, muss rülpsen. Mahlzeit. Prost. Passiert mal. Hallo zusammen, hier ist Hans-Ulrich Pöni Pönack mit Pöni TV. Oh Gott, schön. Das war mit Walter Matthau und Jack Lemmon. Ich lege Wert darauf. Ah ja, und Sophia Loren. Ja. Du mit den Weibern dazwischen. Ja. Nein, das war eine, es ging um die Comedy dabei. Ja, dann nehmen mich noch Sitte Sophia Loren mehr. Die hat so schöne Füße. Ja, klar, natürlich. Und zwar zwei. Ich habe hier irgendwo gedrückt. Vielleicht wissen wir gestern, hier war ein Pickel, den habe ich rausgedrückt. Ich brauche mehr Details. Ja. Dieses Krieg, den Virus spielt, kommt visuell opulent wie bombastisch tönend daher. Versprüht aber nur dünn heiße Spannungsluft. Mit Pustekucheffekten. Ich krieg ihn bald. Was denn? Was hat jetzt gemacht? Mit Pusteblumeneffekten. Was ist jetzt falsch? Pusteblumen. Ja, ich habe Pusteblumen verstanden. Oder? Ach du Scheiße. Ja, ich habe Pusteblumen mit B verstanden. Mit B? Ich habe ein F gehört. Sehr schön. Dory erinnert sich an ihre Eltern und will sie unbedingt sofort suchen. Aufsuchen im weiten Pazifik. Doch irgendwer soll... Pazifik, ja, okay. Pazifik? Dory erinnert sich an ihre Eltern und will die unbedingt sofort suchen. Aufsuchen im weiten Pazifik. Doch irgendwer... Dory erinnert sich an ihre Eltern und will sie unbedingt sofort suchen, aufsuchen im weiten Pazifik. Dory erinnert sich an ihre Eltern und will sie unbedingt sofort suchen, aufsuchen im weiten Pazifik. Doch irgendwer soll... Was ist denn jetzt schon wieder? Der neue Pixar-Disney-Film findet Dory bedeutet viel schöne Fantasie inmitten einer beeindruckenden Tricht. Ein Ness, Herrschaft, Sakra normal. Pöni. Kerry. Sonntagnacht werden ja wieder die Oscars verlieren. Verlieren? Ja, wir verlieren die Oscars. Er ist wieder da, der James Bond Kinokonkurrent Jason Bourne, alias Matt. Konkurrent war schon scheiße. Schachmatt. Er ist so etwas wie der intellektuelle Indiana Jones. Harvard-Professor. Er ist so etwas wie der intellektuelle Indiana Jones. Er ist so etwas wie der intellektuelle Indiana Jones. Nein, Indiana Jones. Er ist so etwas wie der intellektuelle Indiana Jones. Nein, nochmal. Ich will wieder zu meinen Muschis. Die Show startet. Oh nee. Gott. Die Show beginnt allerdings und wie gesagt, hier haben sich nicht unbedingt die Allerhellsten versammelt. Backe, 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 kriegst von mir auf der Hacke. Die volle Kanne Spannung, besser fetzige Anspannung. Meine Zunge, ich hab auf der Zunge mir gebissen. Ray Kroc ist so etwas wie eine gestrige Trump-Type. Zeigt sich als hinterhältiger Bursche, der auf Divecom hoch raus... Und ihr könnt das haben, ihr könnt das gewinnen. Gebt mir einen Daumen hoch oder schreibt einen Kommentar. Das Ganze geht bis nächsten Donnerstag, dann verlosen wir jemand und dann habt ihr dieses scheiß tolle Ding. Wunderbar und so liebenswert. Oh. Ich glaube, ich muss gehen. Ja? Für Zeit. Während die verängstigten,
du ziehst einen Schlüpper aus und dann spielen wir weiter. Um wen handelt es sich bei diesen riesen, miesigen, kaltblütigen Jägern? Hallo Priscilla. Ich bin einmal in der Küche eingeschlafen bei meiner Mutter im Stehen. Ja, ich kam gerade von einer Reise, von einer langen Reise zurück. Ich sollte darüber erzählen und stand plötzlich in der Küche und schlief. Herr Opa, wie ist Leberwurst? Hör mal, es ist ja fürchterlich hier. Na klar, mit diesem furiosen Kampfvibe an der Seite, Wonder Woman, gespielt von Gal Gadot, an der Seite, ja, hat ja schon gesagt, mit diesem furiosen Kampfvibe. Fällt mir ein, ich habe einen Gutschein für über 60 Euro für eine Prophylaxe, willst du in der Hand? Bei meiner Zahnärztin. Chris Hemsworth, der Marvel-Tor. Ja, war wieder ein Scheiß, ich weiß. Wie heißt der Typ? Chris Hemsworth. Wie? Chris Hemsworth. Wie? Oh, scheiße ist der. In der nächsten Kinowoche kloppt sich Charlize Theron in Atomic Blonde durch die fiese Welt. Kloppt sich Charlize Theron in Atomic Blonde. Kloppt sich Charlize Theron in Atomic Blonde. Kloppt sich Charlize Theron in Atomic Blonde. Theron! Charlize. Meine weiteren aktuellen Filmkritiken der Woche findet ihr auf meiner Website. Also findet ihr, wenn ihr sucht. Und wenn ihr nicht sucht, dann habt ihr einen Pech gehabt. Tschüss, das Pöni TV. Tschüss. Das Pöni-TV-Film, Pöni-TV-Team-Grüßt. Cut!